Der berühmte Theologe Rumi erkannte tatsächlich den unbekannten Derwisch Schams Tebrizi als seinen Meister an. Er spürte eine Weisheit in Schams, die ihn selbst vervollkommnete. Als Symbol der Zugehörigkeit überreicht der Meister dem Schüler ein grobes Wollgewand. Wenn Sufis einander fragen, wer hat dir das Wollgewand gegeben, meinen sie, wer ist dein Meister? Die tiefe Verbundenheit dieser beiden Männer zueinander führt heute natürlich zu Fragen nach der Natur dieser Beziehung. Die Beziehung zwischen Maulana und Shams, ob es eine erotische Beziehung war oder nicht, weil ich selber das erlebt habe, weil in Orient gibt es eine Beziehung zwischen Jünger und Meister, die in der westlichen Welt man es nicht kennt. Also ich habe einmal mit meinem Musikmeister diese Beziehung gehabt. Ich habe ihn wirklich geliebt. Als er das Land verlassen hat, habe ich geweint. Also ich habe mir seine Nähe gesucht. Bei ihm zu sein war für mich alles. Für ihn etwas zu tun, seine Geschirr zu waschen, seine Wäsche zu waschen, das war für mich das Schönste, was es gab. Also diese Beziehung habe ich leider in Österreich ein bisschen verloren. Weil ich stehe jetzt ein bisschen kritisch zu dieser Art Beziehung. Aber im Orient gibt es, und zwar sehr, sehr stark. Also die Beziehung zwischen Schüler und Meister, das ist eine Liebe. Das war immer so und es ist es immer noch. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Mulevi ein Schüler von Shams war. Ja, weil Mulevi war schon selber ein gelehrter Mensch zu dieser Zeit. Und zwischen den beiden gab es eine spezielle Beziehung, die wir vielleicht auch nicht, sagen wir, mit unserem heutigen Sprachgebrauch sagen können, eine Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung nicht im weltlichen Sinne, sondern eine Art Faszination. Ich bin der Staub, der in der Sonne glitzert. Du bist die Sonne selbst. Ich bin krank vor Kummer. Du bist für mich die Medizin. Ich fliege ohne Flügel zu dir hin. Ich bin der Strohhalm, du der Bernstein, der ihn umschließt. Die Beziehung zwischen Shams und Rumi war ursprünglich eine imaginäre Liebe, die in der wahrhaftigen Liebe endete. Durch Shams ist etwas Mulevi offenbart wurde, wonach er immer gesucht hat. Es war immer das, was er unter der Wahrheit verstanden hat. Also Geborgenheit, Spiritualität, Einheit. Freundschaft. Und das ist die große Wirkung von Shams auf ihn gewesen. Söyle onlara, ruhlar aleminden olan aşklarını hatırladılar. Sie erkannten die Liebe zueinander auf der spirituellen Ebene, weil sie ganz besondere Seelen und Persönlichkeiten waren. Yıldızlar. Sie waren die Sterne. Sie erkannten die göttliche Liebe, nicht die körperliche Liebe. Das ist ein wichtiger Punkt. Seit über 700 Jahren lassen sie uns mit dieser Liebe leben. Shams hat das Unbewusste, diesen Drang von Mulevi nach der Glückseligkeit geweckt. Und letztendlich Shams wurde sozusagen als sein großes Ich. Chunanki Musa tabi kuhe Tur naraft va un atash ro nadid va eshq ro unja nadid
Als Moses zum Berg Sinai ging, jenes Feuer im Baum sah und die Liebe wahrnahm, wurde er als Prophet auserwählt. Meiner Ansicht nach ist die Beziehung zwischen Rumi und Schams dieselbe Beziehung, die Moses zum Berg Sinai hatte. Genauso sagt Rumi über Schams: O du mein Berg, o du meine Tür. Für jeden Einzelnen von uns Menschen gibt es im Leben einen Berg, eine Tür, die wir erreichen müssen. Sie kann in Form einer Blume oder einer Schönheit, einem Antlitz erscheinen. Rumi hatte keine andere Identität als die von Schams, denn Schams war für Rumi die Erscheinungsstätte der Erkenntnis Gottes. Wichtig ist, dass dieser Funke entzündet wird, wie durch das Zusammenkommen zweier entgegengesetzter Pole. Dieser Funke, in welcher Form auch immer, ist wunderschön. Er hat einen schöpferischen Aspekt und ist das Fundament und die Wurzel des Daseins. Ghazali sagte: Im Menschen ist die göttliche Essenz verborgen, genau wie das Feuer im Eisen. So wie die Funken beim Schlagen des Eisens springen, bewegt die Musik die göttliche Essenz des Menschen, sodass sie sich ausdrücken kann. Die Legende erzählt, dass Rumi eines Tages das rhythmische Hämmern eines Schmieds im Bazar auffiel. Unwillkürlich begann er, zur Verwunderung seiner Schüler, sich im Rhythmus zu bewegen, durch die Drehung in einen anderen Bewusstseinszustand zu gelangen und Gott nahe zu sein. Für Rumi war der Drehtanz Ausdruck seiner Liebe, des Kreisens um die Wahrheit, die niemals ganz in Worten ausgedrückt werden kann, die, wie viele Sufis sagen, geschmeckt werden muss. Der Drehtanz, der Samaa-Tanz, wurde über die Jahrhunderte überliefert. Weltberühmt sind die Aufführungen des Mevlevi-Ordens, der wirbelnden Derwische. Der Orden geht zurück auf einen von Rumis Söhnen. Der Tanz, wie er hier aus Anlass von Rumis Todestag gezeigt wird, ist immer noch spirituelle Übung, immer noch Meditation. Andererseits aber auch eine der Touristenattraktionen der Türkei. Seit Rumis Zeiten ist aber das Tanzen in religiösem Zusammenhang nicht unumstritten. In einer alten Geschichte geben Sufis, denen vorgeworfen wird, sie missachteten das Gebet in der Moschee, folgende Antwort: Wir preisen den Herrn nicht nur mit der Zunge, sondern mit unserem ganzen Körper. Der Samaa-Tanz ist bis heute ein Symbol für die tiefe Verbundenheit der türkischen Kultur mit Rumi. Rumis Geschichte beginnt aber tausende Kilometer entfernt in Balch. Denn in Balch, im heutigen Afghanistan, nahe Mazar-i-Sharif, im Norden des afghanischen Zentralmassivs gelegen, wurde Rumi 1207 als Sohn des berühmten Theologen Bahaeddin Walad geboren und verbrachte dort seine ersten 6 Lebensjahre. Einer der Namen, unter denen Rumi bekannt ist, lautet daher Balchi. Ein wütender Vater schleppte seine Tochter und einen jungen Mann vor den Richter, dessen Weisheit und Humor berühmt war. Der Vater brüllte aufgebracht: O weiser Richter, dieser Schurke hat meine Tochter gewaltsam geküsst. Er muss hart bestraft werden. Der Richter betrachtete sich den schüchternen Übeltäter und meinte: Dieser Junge? In diesem Fall gilt das Gesetz der Blutrache. Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Deine Tochter soll ihm genau das zufügen, was er ihr angetan hat.